Kärntnerisch geredet, unser heutiges Wort erinnert an die Zeit, in der die Bauern ihr Vieh noch zum Tränken an den See getrieben haben. Und der Karl Hannes ist diesmal am Keutschacher See fündig geworden. Ein Wort, das ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe. Freijina haben wir da am Keutschacher See entdeckt. Und der Herr Samonik, der weiß, was das bedeutet. Was heißt denn das, Freijina? Freijina ist eine freie Stelle am Wasser, wo die Menschen zu jeder Zeit Wasser entnehmen. Und nicht nur Wasser entnehmen, auch ihre Tiere, die Viecher, zur Tränke bringen konnten. Und hier hat es einige gegeben, die so beansprucht worden sind. Herr Samonik, wie viele dieser Freijinas, dieser freien Wasserstellen, gibt es denn da am Keutschacher See? Am Keutschacher See gibt es 3 solcher Stellen. Wo sind die? Eine ist hier, dann beim Abfluss des Keutschacher Sees und auf der Nordseite des Keutschacher Sees. Sind diese Freijinas, diese freien Wasserstellen, heute noch in Verwendung? Und könnte ich rein theoretisch meinen Hund oder meine Katze mitnehmen und sie hier wässern? Ja, die Katze wird selbstverständlich. Sie können zu jeder Zeit bei diesen Stellen Wasser entnehmen. Sie könnten auch die Tiere herbringen. Über die Freijina reden wir heute und die Sprachwissenschaft weiß da relativ wenig. Man glaubt, dass das vom Wort frei kommt. Das ist ja eigentlich schon in diesem Wort auch drin. Wir übersetzen das mit freie Wasserstelle. Ist also eine freie Wasserstelle. Herr Samonik. Ja? Und das Wasser hier hat Trinkwasserqualität. Sie können zu jeder Zeit trinken kommen. Das heißt, ich könnte auch kommen? Natürlich. Dann danke ich ganz herzlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.